Hallo und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, wir sind immer noch hier in der Himmelsfeste und ich muss mich noch ein bisschen hier kurz umschauen, denn ich würde gerne das ausprobieren. Ich stehe im Weg. Ah, verdammt, ich komme da nicht hin. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier lang laufe, dann könnte ich hier lang diese Quest annehmen. Dafür muss ich, glaube ich, da lang gehen, ne? Krypta, ne, hier geht's zur Krypta. Schnellreise. Ich möchte gerne hier hin, zu Kallen. Darwin, Saulas und Liliana. Habe ich mit denen schon geredet? Ja, ne? Okay, dann lassen wir das mal. Aber wenn ich schon mal dabei bin, kann ich mal kurz auf die Weltkarte gucken. Die Hinterlande. Sturmküste. Stimmt, wir können zur Sturmküste mal reisen. Und, Moment, wir können zur Sturmküste reisen. Das ist eine sehr gute Idee. Reisen. Zum Ort reisen, jawohl. Wir nehmen mit Solus, er kann wiederbeleben. Cassandra. Und Merrick. Die nehmen wir mal mit. Denn wir müssen zur Sturmküste noch jemanden rekrutieren, das stimmt. Das würde ich gerne noch machen. Diese Ladezeiten sind so nervig. In der Zeit könnte ich wahrscheinlich alle drei Texte hier vorlesen. Liliana, sie hat viele Namen, doch die meisten kennen sie als Schwester. Seht ihr? Selbst ich kann nicht zwei. Jetzt kann ich nicht mal was vorlesen. Ach Mann, das ist doch alles so ärgerlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich habe noch nie ein Spiel erlebt, was noch längere Ladezeiten hat als Fallout 4 hat. Und Fallout 4 bedeutet schon was, wenn man es mit Dragon Age vergleicht. Euer Gnaden, willkommen an der Sturmküste. Ich hätte euch schon früher informiert, aber wir wurden aufgehalten. Wieso? Wegen einer Horde Banditen, die die Gegend unsicher macht. Sie kennen das Gelände und unsere kleine Schar hatte Schwierigkeiten, ihrer Herr zu werden. Einige unserer Soldaten wollten mit ihrem Anführer verhandeln. Seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Ich gehe der Sache nach. Ich werde tun, was ich kann, um unsere Leute zu finden. Danke, euer Gnaden. Das ist sehr beruhigend. Die Soldaten wussten nicht genau, wo die Banditen sich aufhalten, aber sie haben weiter unten am Strand mit der Suche begonnen. Angesichts des ganzen Wirbels konnten wir auch noch keine ernsthafte Suche nach den Wächtern einleiten. Als dann, viel Glück. Und genießt die frische Seeluft. Soll ja gut für die Seele sein. Eine nette Zwergin. Die Sturmküste. So. Hauptsputz. Ach du Schande. Wie groß ist dieses Gebiet? Oh, nicht sehr groß offensichtlich. Das ist schön. Hauptmann der Sturmbullen. Moment. Dann auf geht's. Oh. Kannst du die Waffe bitte wegstecken? Das wäre sehr nett von dir. Ich habe so ein ganz komisches Gefühl. Dann gehen wir einfach mal weiter in die Richtung. Oh, ich verwechsel immer die Waffen. Das mit links und rechts im Maustast ist ein bisschen nervig. Ich weiß, ich sage in vielen Let's Plays immer das Wort nervig, aber es ist auch, wenn sich manchmal die Steuerung ein bisschen anders verhält, als von mir gewünscht ist.
Begib dich zum Treffpunkt. Was tue ich gerade? Soll ich da hochkommen? Bei so einem steilen Berg? Aber offenbar schaffe ich das. Na gut. Nee, ich schaff's doch nicht. Schade. Ich muss jetzt doch den Berg da hochlaufen. Zack. Ich hab gedacht, ich könnte ganz normal den Berg laufen. Achtung, für herunterstürzenden Felsen. Lalalala. Entdeckt, große Bucht. Das müssen die Banditen sein, die Harding erwähnt hat. Offenbar. So, ihr Lieben. Hier kommt die Inquisition. Autsch! Dann bin ich das jetzt mal eben. Hallo? Treffpunkt? Ist jemand? Mit. Aber hier scheint keiner zu sein. Hier ist gar keiner. Begib dich zum Treffpunkt. Das ist doch der Treffpunkt, oder nicht? Müssen die vermissten Soldaten sein. Ermordet. Scheiße. Wir sollten dafür sorgen, dass ihre Familien benachrichtigt werden. Da hast du recht. Ein Inventar ist voll. Immer ist mein Inventar voll. Verteidiger eines Rüstungswert. Achso, okay. Dann trage ich halt eben das. Ich trage keine Kapuze. Sieht doch sehr schön aus, die die Rüstung gefällt mir sogar, die ist richtig gut. Kann ich die irgendwie zerstören? Oder jemand anderen geben? Vorräter, die trage ich gerade. Dann zerstöre ich die mal. Ja. Die trage ich ja gerade, ne? So. Was kann ich davon mitnehmen? Rüstungswert, Rüstungswert. Speerpanzerung. Inventar ist voll. Jetzt ist mein Inventar voll. Na super. Okay, bleibt der Schild halt eben hier. Lesen. Banditennotizen. Unsere Männer wurden von einer Gruppe ermordet, die sich Hessarians Kling nennt.
Wie es aussieht, gibt es einen Weg, ihren Anführer herauszufordern. Hessarians Klinge sollte für Barmherzigkeit stehen, nicht für wahlloses Morden. Wie es aussieht, lagern die Banditen irgendwo am Strand. Dann wollen wir, ist das auch unser Ziel. Das ist der nächste Punkt. Was ist das hier für eine Quest? Änderung an den Grauen. Wächter der Küste. Wächter der Küste. Nein, sag nicht, dass das Gebiet hier riesengroß ist. Egal. Plündern. Bitte sei Gold. Bitte sei Gold. Jawohl. Ich krieg die Krise. Das mit der linken und rechten Maustaste, das verwechselt sich ständig. Obwohl ich nur die Kamera schwenken möchte. Hau ab, du Steinbock. Da unten scheint jemand zu wohnen. Guten Tag. Hallo. Hessarianlager. Hey! Ich bin hier der Gewinner. Wer will was? Kämpf doch da! Die Hunde sind ganz schön stark ausgerüstet. Ist eingefroren, perfekt. War's das? Haben wir es jetzt schon geschafft? Macht 1, jawohl. Berichte der dunklen Brut. Ach du Schande. Berichte der dunklen Brut. Na super. Oh Gott. Diese Gebiete sind echt riesig. So. Was gibt's hier nicht zu finden?
Ich will die Kamera schwenken. Nichts mehr zu plündern hier. Schade. Was können wir hier noch in der Umgebung machen, wenn wir schon mal hier sind? Die Sturmküste. Riss an der Küste. Wächter der Küste. Errichte ein Lager. 3 Stück. Geschlossene Risse im Nichts. Wächter der Küste. Dann machen wir das hier mal. Wir müssen noch 2 Lager aufschlagen. Es gibt 4 Wächter. Und was ist das hier? Erinnerung, ein rotes Tuch. Rotes Tuch. Okay. Und wir müssen noch... Okay, können wir das hier auch machen. Das gehört zu einer Quest. Dim, 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 dim. Auf, auf. Welchen Weg nehmen wir? Einmal außen herum. Na, hier geht's wieder rein. Boah. Welchen Weg nehme ich denn dafür? Ne, hier kann ich nicht entlang. Muss ich den Weg nehmen. Einmal um dieses kleine Lager herum. Ein schönes, friedliches Tal. Laufe ich richtig? Jawohl. Stimmt, ich will ja gerne noch mit Connor reden. Das wollte ich auch noch tun. Das konnte ich ja nicht in der letzten Folge, als ich in Whitecliff war. Wer ist da? So ein Ghoul? Einer weniger. Zwergischer Felsbrecher. Das ist so schön. Codex, ein falscher Hörlock, die dunkle Brut. Warum gibt es hier dunkle Brut? Habe ich den Teil gerade in 2 geteilt? Sorry. Okay, würde ich sagen, ich mache hier vorzeitig kurz Schluss. Eure Fähigkeiten sind überaus bemerkenswert, Sucherin. Moment. Es ist faszinierend, dabei zuzusehen, wie ihr und die Templer Magie aufhebt. Seid ihr nie zuvor auf Templer getroffen? Nur aus sicherer Entfernung. Ich bin schließlich ein Abtrünniger. Und sie haben euch nicht ein einziges Mal aufgespürt? Ich bin ein äußerst vorsichtiger Abtrünniger. Ah, okay. Ich würde sagen, ich mache hier vorzeitig Schluss. Ich zerstöre ein paar Sachen aus dem Inventar oder rüste sie dementsprechend aus und dann sehen wir uns morgen wieder. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.